Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. Hallo ihr wunderbaren Menschen, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu Vlogmas Numero 5. Ja, wir haben die 5 und hier habe ich auch den Adventskalender von der lieben Claudia. Den öffnen wir jetzt sofort. Und dann, wenn wir wieder zu Hause sind, die Anni hat nämlich gerade einen Termin, werden wir zusammen auch wieder natürlich, wie jeden Tag, Balea Adventskalender und von Be Routine den Adventskalender öffnen. Ganz viel Spaß euch bei diesem Vlog, ihr Lieben. Once when we're affronted, can we turn the other cheek? So, ich öffne jetzt mal Nummer 5. Ah ja. Rasierer. Und es ist richtig cool. Oh, da hängen die ganzen Haare vom Chili, weil der Chili legt sich nämlich in den Fun Fact, der Chili legt sich zurzeit immer in den Karton. Ich habe ja die ganzen Tütchen in den Karton belassen, die mir die Claudia zugeschickt hat, den Karton. Und da legt sich der Chili jetzt immer oben rein. Der mag das total. Katzen und Kartons. Wenn ihr Katzen daheim habt, gell, wisst ihr das. Dann auf jeden Fall gibt es in der Nummer 5 Rasierer und sogar von Man oder für Man. Das ist richtig cool, weil die sind meistens viel schärfer und viel besser als ja für uns Damen leider, komischerweise. Mit Aloe Vera sind die und so einem Wegrasierer kann ich sehr gut gebrauchen für meinen Damenbart. Ja, Memo an mich, ich soll mal wieder rasieren, muss ich auch mal wieder, ist schon voll lang gewachsen, voll die Härchen, die schwarzen. Ja gut, okay, super. Vielen Dank dir, liebe Claudia. Und für euch geht es jetzt mit Balea und... Ist aber was runtergekommen hier. Hashtag BeRoutine, weiter mit dem Unboxing. Ach so, ihr Lieben, ich kann euch noch spoilern. Ja, wir werden heute im Verlauf des Tages meine Haare endlich färben. Juhu! Oh mein Gott, ich freue mich. Wie wird es sein? Wird es rot werden? Wird es blau oder grün werden? Wird es nur blond werden? Was denkt ihr, ihr Lieben? Ihr könnt ja jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Haarfarbe ich mir reinknallen werde. Vielleicht habt ihr das aber auch schon in ein oder anderen Videos mitbekommen. Ja, dann wisst ihr das, dann ist es witzlos, wenn ihr schreibt, aber ihr könnt gerne mal raten, unten in die Kommentare jetzt mal eure Meinung reinschreiben, was ihr denkt, welche Haarfarbe ich bekommen werde. How can I feel the joy of being with you? So ihr schönen Menschen, wir werden jetzt zusammen meine Haare färben. Wir sind wieder zu Hause und ich habe schon mal vorgearbeitet, ich habe schon mal hochgesteckt alles, denn wir werden nur, das kann ich so auflösen, es wird nicht komplett die Haare gefärbt, sondern nur unterm Deckhaar. Ja, und jetzt werde ich mal beginnen, einfach die Emotion aufzutragen. Ich hoffe, ihr könnt es dann gut erkennen. Ich habe extra den großen Spiegel gewählt. Und eben, dass ihr dann auch was seht. Ich schüttle jetzt nochmal die Blondierung, die Emulsion nochmal richtig gut durch. Und ich lasse euch dann auch wahrscheinlich mit Musik einfach mal dazwischen einfach mit Musik durchlaufen. Vielleicht auch ein bisschen mal mit Geschwindigkeitsregulierung, dass es ein bisschen schneller für euch läuft. Ich habe mir, glaube ich, noch nie die Haare selber gefärbt. Aber ja. Ist immer alles das erste Mal, würde ich sagen. So, während es einwirkt jetzt, werden wir mal, ihr Lieben, zusammen Balea und Be Routine Adventskalender öffnen. Die Türchen Nummer 5. Bei Balea war ein Micellenwasser drin, dieses hier. Ja, für eine schonende Reinigung. Ich freue mich sehr. Und im Hashtag Be Routine Adventskalender war ein Hanfbooster drin für die Haut bzw. fürs Gesicht, vermute ich mal eine Ampulle, wie ihr hier sehen könnt. Richtig cool die Farbe und es ist so matt, richtig toll. Das ist Beauty-Stoff für deine Haut, besänftigt die Haut mit Hanfextrakt und Koffein. Wie herrlich einfach, ich freue mich auszutesten. Super, super, vielen Dank, liebe Irene. So. Die Haare sind blondiert. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich drehe mich mal kurz. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, ihr Lieben. Und jetzt, welche Farbe wird es? Es wird After Midnight. Sagt euch vielleicht auch nichts.
Aber es wird ein Plau. Guckt, das hier soll es werden. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Von Manic Panic habe ich die Farbe geholt. So, dann würde ich sagen, let's do it! Oh. Ja, ihr Lieben, ich habe es jetzt fast eine halbe Stunde einwirken lassen, noch 5 Minuten circa, und dann wasche ich es aus. Ja, ich bin ja mal gespannt, wirklich, wie es ausschaut. Und ich hoffe, es wird nicht allzu fleckig werden. Man sieht kaum was, weil es angetrocknet ist. Ja, also ihr Lieben, in der nächsten Sequenz seht ihr es ausgewaschen und ein bisschen angeföhnt und das Endergebnis von diesem Experiment. So, es ist vollbrachtes Ergebnis. Ich habe die Haare gefärbt, aber ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Auf der Seite ist es mehr. Wenn ich es hier hochnehme, kennt man da was? Auf der Seite ist es weniger geworden. Sieht man da unten? Es ist sehr dezent. Und hinten probiere ich mal, ob ihr was sehen könnt. Aber ich muss sagen, trotz dass es nicht so knallig geworden ist, finde ich es richtig, richtig schön. Und je nachdem, wie man sich ein bisschen dreht oder die Haare fallen, sieht man das schon. Oh, ich bin so begeistert und es scheint auch erstmal nicht so fleckig geworden zu sein. Richtig cool erstmal, muss ich sagen. Ihr Lieben, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich beende hier mit diesem Vlogmas Nummer 5. Gerne schaut's morgen wieder rein, denn dann ist der Nikolaus. Vielen Dank euch fürs Zuschauen nochmal und bis morgen hoffentlich. Tschüss.